Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moonlighter. In der letzten Folge haben wir sehr erfolgreich sehr gute Sachen verkauft und wir sind unserem Schwert schon immer näher. Und wir gehen jetzt nochmal in den Dungeon rein und hoffen, dass wir den letzten Rest wirklich für das Zeug bekommen. Und ich würde gerne irgendwie hier irgendwie sehen können. Wir haben doch so eine Art Wunschliste hier, ne? Ich kann das, ja, kann ich das in meine Wunschliste eintragen? Dann kann ich noch sehen, was ich brauche. Das ist doch gut zu wissen, oder? Wenn das gehen würde. Wiedersehen zur Wunschliste hinzufügen, tatsächlich. Okay, ich möchte. Rostiges Kurzschwert, Soldat Kurzschwert. Wie heißt das? Felsengroßschwert. Ich denke, das ist gut. So, und jetzt kann ich bestimmt sehen, was ich brauche, ne? Genau. Ah, ich hab noch nicht was normales Schwert da reingetan. Ach Gott. Ich möchte gerne ein normales Schwert haben. Nein, falsche Taste, verdammt. So, Wunschliste. Sehr schön. Damit haben wir das auf jeden Fall in der Wunschliste und wir können sie hier jederzeit nachgucken, was wir brauchen. Und wir brauchen hier auf jeden Fall noch drei von diesem komischen grünen Zeug. Okay. Und da brauchen wir diese komische Fleischpeitsche, um voranzukommen. So, haben wir Tränke dabei? Ja, haben wir. So, kaputtes Kurzschwert. Oh, die werden sogar mit Stern markiert, wenn wir sie... Oh! Wenn wir sie behalten möchten. Das ist gut, das ist gut. Das heißt, das Holz brauchen wir gar nicht mehr. Ich markiere jetzt einfach alle, die ich haben möchte. Moment. Und dann sehe ich ja, was ich brauche. So. Ich hasse es, falsche Taste zu drücken. Ach, die kann ich noch nicht markieren. Ja gut, aber die Rohstoffe werde ich auch noch nicht haben, ne? So, wir gehen auf jeden Fall auf Tempo. So. So. Hä? Halt, hier sind drei verschiedene Schuhe. Ach so! Ah, leichte Rüstung, mittlere Rüstung, schwere Rüstung. Ah, ja. Ach so. So ist das also, ja? 30, 40, 50, ja? Ist das die mittlere? Weißt du was, dann nehmen wir einfach die mittlere. Oh Gott, ist das verwirrend. Mittlere? Mittlere. Aber ich bin eigentlich schnell genug. Ja, gut zu wissen. So, dennoch möchte ich zuerst mein Schwert vervollständigen, bevor ich die Rüstung verbessere. Ja, zuerst möchte ich mehr austeilen als einstecken. So, okay. Können wir alles rausnehmen, was wir nicht brauchen. Und wir brauchen alles, was hier drin ist. Cool. Bis auf die Stöcker. Also, die Stöcker verkaufe ich einfach instant. Hat auch keinen Sinn, die mitzunehmen. Hier, da. Ab in die Lupe mit dir. Achso, kann ich wahrscheinlich nur im Dungeon. Na gut, gehen wir in den Dungeon rein. Also ich versuche das so zu handhaben, dass wir einmal in den Dungeon gehen und dann die Sachen verkaufen. Und dann, je nachdem, wie voll lang die Folge halt ist, ne? So, sehr schön. Okay, wir sind jetzt auf der Suche nach diesem komischen blauen Zeug. Ich weiß jetzt nicht, wer sie droppt. Aber wir müssen das herausfinden. Das war auf jeden Fall hier irgendwo in der ersten Ebene. Oh, ich habe den Besen noch ausgerüstet, ne? Oh, oh, Zeug! Zeug, Zeug! Geile. Geile Sache. So. Ich nehme das alles und pack das mal hier in den Händlerspiegel und bekomme 13 dafür. Okay, ja.
Ob sich das jetzt lohnt, man weiß es nicht. Ich brauche so eine Ramschkiste, da könnte ich dann quasi die Stöcke reintun. Das wäre so das Optimum. Oh, ein Heilbrunnen, dich werde ich gebrauchen können. Ne, ihr Drecksviecher, haut ab. Ja, ich gewöhne mich langsam. Ah! Da, die grünen Viecher, die droppen das. Ja. Genau so wünsche ich mir das. Unsere Wunschliste müsste jetzt mit dem Schwert vollkommen sein. Naja, das heißt, in der nächsten Folge können wir das Schwert schon nutzen. Hör auf, mein Loot zu klauen! Ich hasse Loot-Klauerei. Das ist mein Loot. Okay, da geht's schon in die nächste Ebene, aber wir werden hier nochmal kurz durchrennen. Wie schnell das mittlerweile geht mit dem Run. Wie langsam wir am Anfang waren. Richtig crazy. Truhe. So, gib mir meinen Scheiß. Ihr klaut mir mein Loot nicht. So, ich brauche viel mehr von diesem grünen Zeug, glaube ich, ne? Oh, der hat gar nichts verloren. So, okay. Dich packen wir dann mal hier unten hin und dich packen wir mal dahin. Oh Gott, nicht auf mich schießen. Ah, den Raum kennen wir schon. Das ist Recycling. Na gut, im selben Dungeon eher nicht. Ach schön, wenn man die Gegner kennt und weiß, was sie machen. Ist das gar nicht mehr so schwer. Wobei wir auch ziemlich Glück haben, dass wir jetzt den gleichen Gegner haben wie beim das eine Mal. Oh, das ist eklig. Das ist eklig. Oh, ein Schlag. War das ein kritischer? Ist ja crazy. Da. Ich glaube, ich mache kritische zwischendurch. Das ist der dritte Schlag. So, Flucheffekt eines Angriffs wird blockiert. Okay, das heißt, den kann ich hier hinpacken. Und wenn ich den hier dahin packe, wird er aufgelöst. Naja. Dann muss ich aber hier oben mal ganz kurz Platz machen für den hier. Obwohl, nein. Kann ich doch einfach so rüber machen. Ah, nice. Kristall will schon, dass ich zurück will? Gehe? Nö. Ist noch zu früh. Okay, die Story kennen wir schon, sonst würde das Buch glitzern. Oh nein, ich hasse dich. Oh, verzieh dich bitte. Zuerst die Kleinen, dann den Großen. Ah, was willst du jetzt machen? Hä? Oh, kannst gar nichts machen. Armseliges Stück, direkt du. Oh, hier ist ein Toter. Oh, ein Heiltrank. Oh, das ist ja nett von dir. Oh, du bist Stufe 2, ja? Okay, hier brauche ich meinen Besen. Au. Unfair. Okay, der ist schon mal kaputt. So, ich denke mal, das Schwert wird auch lang genug sein, dass wir es gegen die Viecher benutzen können. So, und dann schauen wir uns nochmal ordentlich hier um. Oh, ich kann die Karte komplett öffnen. Oh, wir haben das erste Level komplett durch. Oh, und wir können noch weitergehen. Wobei mein Rucksack schon ziemlich voll ist. Deswegen wird es wahrscheinlich ratsam sein, später auch einfach direkt weiterzugehen. Ich will es lesen, es glitzert. Warum verschwinden unsere Gegner? Okay, kennen wir schon. Okay, ich kann den Brunnen also so oft benutzen, wie ich will. Nur es dauert halt seine Zeit. Was ist der Nachteil dann? Gehe ich halt kurz, keine Ahnung, die Katze streicheln. Komm wieder und bin aufgeladen. So, Stufe 2. Auf geht's. Wobei ich mich hier freuen würde, ehrlich gesagt schon so ein fettes Schwert zu haben. Ihr seht schon, es ist hier schon... Ist doch gut, Digga! Chill mal dein Leben. Was bist du denn?
Das ist eine fucking Mimik. Sie wird mich umbringen. Erstmal den. Oh mein Gott. Ist die dreckige Mimik drin gewesen. Ich dreh durch. Ich brauch meinen Besen. Ah, oh, du so... Ist doch gut, Junge. Oh Gott, ich habe keinen Teil dran. Okay, haut rein, Jungs. War schön mit euch. Okay. Drecksmimik. Ah, ich sehe, da oben haben wir 4 Level. Okay. Gehen wir erstmal zurück zur Stadt. Heilige Scheiße. Ja, heute werden wir wohl ein bisschen mehr machen als gestern. Na gut. Erstmal bauen wir uns dieses fette, fette Schwert. So. Ja. So, und hier brauchen wir noch etwas, was wir nicht kennen. Okay. Und hier ist das halt noch die Peitsche, die fehlt. Dann möchte ich gerne den hier herstellen. Dafür fehlen dir die Penunzen. Ach, 4000 kostet das. Ja, leck mir doch die Füße. Schwert. Boom. Ach, cool, ich kann schwingen. Das ist nett. Na gut, verkaufen wir erstmal Sachen. So, ich möchte erstmal einlagern. Und zwar alles, was ich noch benötige. So, du kommst ja sowieso woanders rein. Schleim brauche ich für Heiltränke. Und die Heiltränke packe ich sowieso da rein. Okay, das heißt, wir gehen jetzt ab jetzt immer instant ins nächste Level rein, ja? So. Für morgen schon mal ein bisschen was ausstellen. Wir verkaufen dich. Dein Wert ist gestiegen. Deswegen 120. Soll ich den Speerbogen verkaufen? Besen verkaufen? Besenspeer? Ich weiß nicht. Der wird nicht so teuer sein. Ich behalte ihn einfach als Sammelgegenstand. Was ist denn los? So, der Wert ist nicht gestiegen. 190 war aber schon verdammt billig. So, dann haben wir hier. 200 war verdammt billig. Auf damit. So. Der Wert ist gestiegen und wir haben ihn jetzt mit 110 verkauft. Das heißt, wir können 120 draufsetzen. Ja, cool. Dann gehen wir schlafen, verkaufen das Zeug schnell und dann gehen wir in die nächste, gehen wir wieder in den Dungeon. Jetzt geht's alles ein bisschen flotter voran. 11. Januar. Somit öffnen wir mal ganz kurz den Shop. Jo, kommen Sie näher, kommen Sie ran. Ich hab hier ganz viel Stuff für dich. Ich hasse Leute, die nicht einkaufen. Kauft mein scheiß Zeug. Yay! Gib mir Geld. Oh, da freut er sich. Ach du Scheiße. Viel zu billig verkauft. Naja, was soll's. Gibt Schlimmeres. So, direkt mal neues Zeug reinlegen. Ich habe hier noch Stöcker. Wer will Stöcker haben? Die sind jetzt nicht wirklich wertvoller. 5. Na gut. Aber rein theoretisch kann ich 6 draus machen, ne? Schleim behalte ich ja noch. Der Wert ist nicht gestiegen. 110. Da können wir eigentlich 112 draus machen. Komm. Wollen wir nicht geizig sein hier, ne? Hä? Ah, ist immer noch zu billig, der Stoff. So, habe ich noch was zum Verkaufen? Nö. Ich komme gleich zu euch. Eine Sekunde. Muss noch kurz Zeug loswerden. Okay, darüber hat sie sich zwar jetzt nicht so sehr gefreut, aber sie hat es gekauft. Das ist alles, was zählt. Jetzt verpisst euch aus meinem Laden. Ich will euch hier nicht sehen, alte Männer. Und Frauen. Sehr schön. Ausbeute war gut. Ich würde jetzt eigentlich sogar sehr gerne mal die Kristalle mitnehmen. Und gucken, ob ich mein Schwert direkt verbessern kann. Ich frage mich, ob die Verbesserungen bei der Zauberin halten oder nicht.
Das wäre doch mal gut zu wissen. So, Verzauberungen. Mehr Schaden. Noch mehr Schaden. Noch mehr Schaden. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir das Schwert ordentlich verbessert. Jetzt haut das richtig rein, Freunde. Jetzt haut das richtig rein. Wir haben zwar jetzt keine Knete mehr, aber wir kriegen ja sowieso besseres Zeug jetzt. Was willst du denn? Hör auf, hier rumzulungern, Großvater. Ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock, dass hier irgendwelche Leute dich sehen vor meinem Laden. Da kommt doch keiner mehr rein. So. Kristalle wieder zurücklegen. Schlafen gehen und dann auf in den Dungeon. Ha! Siehste, für einen Run haben wir diesmal sogar eine 10 Minuten gebraucht. Wir werden besser. Und jetzt haben wir doch noch ein fettes Schwert, ey. Jetzt kriegen die richtig aufs Maul, die Jungs. Jetzt kriegen die richtig aufs Maul. So, Inventar leer, ja. Tränke. Tränke vergessen. Darf ich nicht vergessen. Ich brauche meine Tränke. So, 2 habe ich nur noch. Komm, nehmen wir noch den wenigstens mit und machen uns für unterwegs noch einen. Ich hasse ungerade Zahlen, aber naja. Beziehungsweise, es ist eine gerade Zahl, die wir jetzt gleich haben, aber ich hasse es halt, keine vollen Stacks dabei zu haben. So ist richtig gesagt. Die Katze mischt die Tränke. Ich sehe es gerade erst. Oh ja, gib mir einen. Im Besitz. Achso, ich kann von hier aus direkt machen, ja, aber ich will nur einen. Beziehungsweise, ich will noch einen. Ja, ja, ja. So. Na, jetzt haben wir einen vollen Stack. Sehr schön. Kann ich das Gras hier kaputt machen? So, Zelda-Style? Ah, schade. Okay, gucken wir mal, wie unsere Macht zugenommen hat. Das letzte Mal sind wir links gegangen, um den Ausgang zu finden, ne? Ich will jetzt in Stufe 2 richtig gut vorankommen. Ich will jede Stufe einmal richtig erkundet haben, um dann irgendwie zu sagen, okay, jetzt rushen wir durch. Zack! Instant. Zack! Instant. Oh, so gefällt mir das. Verzieh dich, Junge. Was haben wir hier? Flucheffekt. Und Flucheffekt. Gut, wir können mehrere Flucheffekte hier wegmachen. Gut. Fangen wir erstmal mit den 4 hier an. Gucken, was da drin ist. Nehmen wir mal den hier. Oh, cool. Das freut mich doch. So ist das nice. Aber leider hier ist kein Ausgang. Schade. Müssen wir weiter gucken. Ich bin direkt in Stufe 2. Lass mich in Stufe 2, Junge. Weg mit dir. Ich habe die Rüstung. Hab ich die Rüstung jetzt an oder habe ich sie nicht an? Ich kann gerade nicht in die Tasche gucken. Höchstwahrscheinlich, weil hier Gegner sind, ne? Ja, jetzt kann ich in die Tasche gucken. Okay, während die Gegner da sind, kann ich da nicht drauf drücken. Ich habe die Rüstung nicht an, aber ich habe sie. Habe ich sie mir gekauft? Nee, ich konnte sie mir nicht leisten, stimmt. Da war ja was. Oh nein, ich hasse. Nein! Oh Gott, wie ich dich. Lass mich in Ruhe! Such dir dein eigenes Leben! Okay, kannst mir nichts mehr handhaben, Penner. Hahaha, freu dich doch. Viech, ich hasse diese Viecher, ne? Es gibt nichts Schlimmeres als diesen komischen Blob. So, Golem Dungeon 2. Okay. Gerade wegen solchen Dingern brauche ich halt Schwert und Schild. Ach verdammt, ich hab vergessen, wie man zuschlägt. Hey! Seit wann kannst du dich wehren? Okay, dann laufe ich halt vor dir weg und dann verpasse ich dir eins mit dem Schwert. Eigentlich kann ich da voll den Bogen machen. Wenn das so leicht ist bei denen. Die kann nichts dagegen tun. Hey, das ist ein Magier.
Ach, der hat ein Schild, stimmt. Ich kann mich nicht bewegen währenddessen, ne? Überraschungsangriff von hinten! Damit rechnet er nicht. Ich bin ein Assassine, verdammt. Kannst mir nix. Ja, mit dem Schwert ist es schon wesentlich einfacher. Oh, ein Stufe 2 Blob. Mach die Einrichtung nicht kaputt, die ist wertvoll. Nur ich darf sie kaputt machen. Hey, wieso verliert ihr kein Loot? Oh, oh. Hilfe! Ja, ich würde sagen, easy going. Oh, ich mag das Schwert. Das ist, mit dem ist das richtig leicht. Ich verliere kaum noch Leben, seht ihr das? So ein komischer Dolch, weißt du, damit kannst du doch nichts anfangen. Ich hole mir vor allem einen Bogen und dann kann ich nochmal vor allem einen Bogen zimmern. So, du kommst auch weg. Ja, ich brauchte das. So, und der Magier chillt er einfach nur. Leicht gegen dich, also. Ich habe Schwereres erwartet, sagen wir so. So. Hey! Was ist mit dem Flucheffekt-Ding? Okay, seltsam. Hat sich wahrscheinlich irgendwas draufgelegt oder so. Ich habe keine Ahnung. Hartstahl. Und was bist du? Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand. Ja gut, dann kannst du da easy da runtergehen. Und kann ich dich stacken? Nur bedingt. Ja, weißt du was? Ich habe hier ein so ein scheiß Holzstück. Das kann weg. Ich habe nicht genug Gold, um aus dem Dungeon zu fliehen. Oh, shit. Kacke. Merke ich jetzt erst. Oh nein, ich hasse dich. Oh, ist ja gut. Weg mit dir. Jetzt kommst du, komischer Portal-Typ. Hä? Der hat mich fast umgebracht. Okay, was haben wir hier? Fluch-Effekt eines Gegenstands blockieren. Zerstört bei Rückkehr ein Gegenstand. Zerstört bei Rückkehr ein Gegenstand in gezeigter Richtung. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir gebrezelt, Freunde. Das kriegen wir gebrezelt. Das packen wir dahin, ne? Dann kannst du mal kurz darüber. So, ne? Hä, kannst du dich nicht stacken? Ist das dein verdammter Ernst? Ich brauche eh Gold, um zurückzukommen. So, Stoff. Oh. Ich glaube, das war verkehrt. Ach Gott, jetzt... Lass mich doch mal in Ruhe hier. Also gut, dann... Flucheffekt eines Blockieren. Okay, so. Dann nehmen wir nämlich dich, packen dich dahin, dich packen dich dahin, dich packen dich darauf und ihr geht dann rüber. Meine Fresse. Ich habe doch nicht genug Geld. Nein, nein, nein! Der Sack hat automatisch verkauft. Okay, jetzt wissen wir, was passiert, wenn man es zulässt. Ich wollte noch gar nicht zurück. Oh Gott, der scheiß Schleim. Ich bin fast tot. Nimm das, du dreckiger Schleim. Oh Gott, ich steckt fest. Au. Die tun ganz schön weh. Also da geht's schon in die nächste Stufe. Soll ich? Ah, was soll's, ey. Stufe 3, was ist denn los? Heute sind wir nicht geizig.
Ich kann jetzt jederzeit zurück, weil... Obwohl, jetzt kostet es 400, ne? Stimmt. Das habe ich nicht bedacht. Was haben wir denn hier? Ein weiterer Gegenstand fiel neben der seltsamen Kreatur zu Boden. Etwas einfacher zu verstehen als der Spiegel. Ähnlich unserer Anhänger kann man damit ein Portal nach draußen öffnen, um aus dem Dungeon zu entkommen. Aber da ist noch mehr. Dieses Portal bleibt auch nach der Verwendung geöffnet. Das heißt, man kann zwischen den beiden Orten hin und her reisen. Einfach unglaublich, unglaublich nützlich. Nennen wir diesen Gegenstand doch einfach fürs erste Katalysator. Ein kleiner Tipp, er verschlingt mehr Gold als unsere Anhänger. Okay. Aber dafür können wir jederzeit zurück. Und das kostet 2.000. Ach du Scheiße. Na gut, aber wir haben ein Portal. Gut zu wissen, aber ich muss jetzt Zeug verkaufen, leider Gottes. Hier, du bist überflüssig. Dich verkaufe ich. So, dich verkaufe ich. So. Oh, das kann man alles decken, okay. Gut zu wissen. Habe ich jetzt 400? Mir fehlt noch so ein bisschen. Weißt du was, Schleim habe ich momentan noch genug. Plus 3. Ich drehe durch. Ja, das Schwert brauche ich sowieso gerade nicht. 52, oh Gott, das war voll wertvoll. Ich bin ein Nappel. Oh, merkt schon, dass die hier stärker sind. Ah, nein. Ich hasse es. Ich hasse euch. Ich hasse eure Familie. Ich hasse eure Geschwister. Ich hasse einfach alle. Alle, die ihr kennt. Das macht ihm auch nichts aus, wenn man ihn schlägt. Der macht einfach weiter mit seinem scheiß Wasser. Scheiß Bettnässer. So. Aber ich kann jetzt jederzeit zurück. Aber ich will erst zurück, wenn meine Taschen voll sind. Voll mit Loot. Nein, oh Gott, oh mein Gott. Oh Gott, ich bin so gut wie tot, ne? Ich darf mich nicht mehr hitten lassen. Oh mein Gott, ich darf mich nicht mehr hitten lassen. Oder ich gehe zurück. Haut rein, Jungs. War schön mit euch. Aber war schon mal ein sehr erfolgreicher Run, muss ich sagen. Auch wenn ich teure Sachen verschenkt habe. Ja, was soll's. Naja. Gut, bereiten wir alles für den nächsten Tag vor. Wir müssen unsere Dinge verkaufen. Wie sieht's aus mit den Sachen, die ich haben möchte? Brauche ich die Metalle? Ich würde ehrlich gesagt den hier jetzt gerne vom Merkzettel streichen und lieber auf Pfeil und Bogen gehen oder so. Einfach auch die Chance haben, aus der Entfernung Feinde zu töten, finde ich schon sehr gut. Ich habe kein Holz mehr. Ist das bitter. Na gut. Aber das heißt auch, dass wir die Metalle jetzt da reinlegen können, ne? So. Das brauche ich alles noch. Haben wir schon irgendwas dabei, das wir nicht mehr brauchen? Was, wir brauchen das kaputte Schwert? Echt? Oh. Das ist jetzt kacke. Wofür? Das habe ich doch schon. Okay, brauchen wir doch nicht mehr. Alles gut, alles gut. So, das heißt, das können wir jetzt auch verkaufen, ne? Das Schwert können wir auch verkaufen. Sehr schön. So, werden wir erstmal schön die Metallbaren los. Die haben in etwa einen Wert von, ich habe keine Ahnung. Beliebtheit, neutral, hoch. Ach du Scheiße. Ja, keine Ahnung, machen wir 220. Was? Hä? Achso, ich hab's nicht bestätigt. 220, wenn einer was kauft, wissen wir Bescheid. 220. So. Oh, was haben wir denn da? Kristallstein. Hm. Ja, lassen wir es erstmal darauf. Gehen jetzt kurz mal schlafen und öffnen dann den Laden.
So, heute wollen wir richtig Knete machen mit dem wertvollen Zeug, was wir gefunden haben. Und irgendwann werden wir halt nur noch das wertvolle Zeug aus den Dungeons mitnehmen und uns dann Keks freuen. Und, was sagst du, Madame? Okay, okay, okay. Ich möchte Geld damit verdienen, bitte 250. Oh Gott, das ist immer noch zu günstig. Ja, meine Fresse dann. 300, hier, komm. Gib ihm. Oh Gott, was mache ich denn da? Schon völlig geisteskrank, ich will 1000 dafür. Scheiß Schnäppchenjäger. Die alten Menschen sind immer Schnäppchenjäger. Ist euch das aufgefallen? Ganz, ganz schlimm mit diesen alten Leuten. 85 war zu billig. Die Beliebtheit ist derzeit auch sehr hoch, ne? Oh Gott, die Beliebtheit hoch. Gehen wir an 100, 120. Okay, das findet er jetzt sogar schon zu toll. Das nimmst du nicht, aber das andere? Warum? War das irgendwie anders? Hm. 1500, oh, ich werd reich. 1200, wir können bald den neuen Laden aufmachen. Da freuen sie sich. Gib mir Geld. Danke. Safer. Ich habe gerade eine Errungenschaft bekommen. Doch eine Errungenschaft. Good Merchant. So. 100. Aber momentan ist der Wert sehr hoch. Das heißt, ich will 130 dafür. Schleim will ich ja nicht verkaufen. 110. Neutral. Das heißt, es bleibt bei 110. Das Schwert habe ich noch gar nicht verkauft. Wir wissen aber, dass wir 52 dafür bekommen haben bei dem Hans-Dieter. Für einen Stock haben wir wie viel bekommen? Sehr, sehr wenig, ne? Ich glaube einen. Das heißt, rein theoretisch machen wir hier extreme Verluste. Also ich würde schon sagen 200 oder so. Obwohl. Sagen wir 170. Ja, 170 klingt für mich nach einem fairen Preis für ein kaputtes Schwert. So, und den haben wir für 5 verkauft. Aber momentan ist das sehr hoch im Kurs. Das heißt, ich will 10 dafür. Na gut. Kauft, meine lieben Leute, kauft! Yay! Ich bin ein guter Händler. Ich verkaufe Sachen sehr gut. Naja, er hat es trotzdem genommen. 170 hat er genommen. Oh. Für 10 will er nicht, ja? Ja, gut. So krass ist der Wert ja auch nicht gestiegen, ne? Machen wir 7. So, dann habe ich hier noch diesen Stofffetzen hier im Angebot für. Momentan ist neutral, ne? 250, so. So, Jungs, kauft ein. Ich will mein letztes Zeug loswerden. Wie ist 7 noch zu viel? Ich habe den einen auf neutraler Basis auf 5 verkauft. Er müsste ja wohl 2 Cent mehr ausgeben wollen. Naja. Richtig cool am Start, ey. Ja, komm, jetzt nimmt endlich das letzte Ding da. Wenn. Ja, nimm's doch einfach. Nimm's doch einfach. Das ist 1 Cent mehr und das Ding ist momentan populär, Mann. Das will jeder haben. Das will jeder in seinem Regal stehen haben. Zufrieden. Ich hoffe, ihr holt euch jetzt einen runter dafür. So, ich weiß nicht, was das du bist. Aber weißt du was? Ich verkaufe mir auch einfach mal. Er nimmt's halt mit. Ist doch egal. Was das wäre, 110. So.
Ihr seid heute aber auch geizig, ne? Nichts gönnt ihr dem alten Zero. Ich bin euer Freund. Ich verkaufe euch jeden Tag Sachen. Ich gehe extra in diesen Scheiß-Dungeon und sammle für euch Scheiß-Items und dann wollt ihr sie nicht mehr kaufen. Jetzt verzieht euch, ey. Ich will euch hier nicht mehr sehen, ihr elenden Penner. Kauft euch einen eigenen Laden, dann könnt ihr eure Sachen selbst verkaufen. Hartstahl 4500. Ho, 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 ho. Ich bin richtig reich geworden heute, ne? Finde ich gut. Finde ich gut, ja. Dafür ist das hier ziemlich leer. Das hier ziemlich voll. Wofür brauche ich das Eisen endlich alles? Eisenrüstung. Ich kann mir also schon einige Rüstungsteile kaufen. Die Frage, lohnt sich das denn schon? Ich weiß es nicht. Also wie ich aufs Maul bekomme, bestimmt. Na gut, Freunde, das war's für den heutigen Tag. Wir sehen uns morgen zum 14. Januar wieder zu einer neuen Folge von Moonlighter. Haut rein, euer Zero. Tschüss.